Nick, du bist ein scharfer Kritiker von Erdogan. Wurdest du schon mal angegriffen? Bisher wurde ich noch nicht direkt angegriffen. Es ist auch so, dass, sag ich mal, die türkischen Faschisten eigentlich ihre Finger von Deutschen lassen. Diejenigen, die hier wirklich gefährdet sind, die wirklich bedroht werden, das sind auch, ich sag mal, deutsche Politiker, die türkeistämmig sind. Das sind Leute wie Sevim Dagdelen, auch Cem Özdemir oder Cansu Özdemir, die Hamburger Linken Vorsitzende, die werden bedroht. Weil es da dann, die werden als Verräter gesehen, da heißt es dann, euer Blut ist unrein, ihr müsst doch eigentlich Türken sein und warum handelt ihr trotzdem anders? Ich sag mal so, ich kann sicherlich nicht mehr in die Türkei. Ich weiß, dass Leute dort Gerichtsprozesse haben, weil sie Artikel von mir auf sozialen Medien geteilt haben. Insofern gehe ich mal davon aus, dass ich als Autor dieser Artikel sicherlich dort auch auf der Liste stehe. Aber solange ich dort nicht hinreise, habe ich diese direkte Repression zum Glück erstmal nicht. Und im Gegensatz zu vielen türkisch-kurdischen Genossinnen und Genossen hier habe ich eben ja zum Glück auch keine eigene Familie in der Türkei. Für mich ist es jetzt nicht so hart wie für viele andere, die hier nach Deutschland geflohen sind und die jetzt eben nicht mehr ihre Familien besuchen können, die nicht mehr zu ihren kranken Eltern fahren können, weil ihnen auf jeden Fall eine Verhaftung drohen würde. Aber drum, ja, aber direkt bedroht wurde ich hier noch nicht. Natürlich, man wird manchmal beschimpft oder so, ja, aber das ist lächerlich gegenüber, sag ich mal, den Bedrohungen, denen eben türkisch-kurdische oder Exil-Oppositionelle hier ausgesetzt sind oder auch Leute, die einfach nur für türkisch-kurdisch gehalten werden. Also ich meine, ein Cem Özdemir sieht sich, denke ich, vor allem als Deutscher, als schwäbischer Politiker, aber gegen ihn gibt es Drohungen oder eben gegen andere auch. Und das ist natürlich, also wenn man weiß, dass solche Leute oder dass ein Can Dündar, der hierher geflohene Journalist, dass die kein Taxi mehr hier nehmen können, weil viele türkische Taxifahrer eben auch Anhänger der Grauen Wölfe und Erdogans sind. Das zeigt einem eigentlich, wie groß die Bedrohungen für diese Leute sind. Und über diese Menschen müssen wir wirklich reden. Und jetzt denke ich nicht über mich als Deutschen, der hier ein paar Wahrheiten ausspricht. Ja.